Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Ich sitze hier in einem Mercedes und zwar im Einstiegsmodell von Mercedes in die Elektromobilität. Das hört sich jetzt blöd an, ist aber so. Der EQA 250 ist das günstigste Mercedes-Modell, was man elektrisch momentan kaufen kann. Das hier ist die Electric Art Edition, hat also ein bisschen paar Extras hier und kostet in dieser Ausstattung so rund 52.000. Abzüglich 6.000 Förderung, also die 3.000 vom Mercedes sind da schon runter. Dann liegen wir irgendwie bei 46.000 so alles in allem. Und ist dann schon eine Runde teurer als der ID.4 oder der Skoda Enyaq. Und in der Größenklasse ist es ein bisschen so ähnlich, würde ich es mal sagen. Also die Platzverhältnisse hier sind vielleicht ein bisschen kleiner, aber es ist ein Mini-SUV. Und ja, Mercedes geht ja so ein bisschen der Stift im Moment, was ihre Autofertigung gerade von den Verbrennern angeht. Denn falls die Grünen jetzt Ende des Jahres an der Bundesregierung irgendwie beteiligt werden, sei es als stärkste Fraktion oder als Koalitionspartner, dann haben sie so ein bisschen Angst, was jetzt mit ihren Verbrennern passieren soll in den nächsten 10 Jahren. Und deswegen ziehen sie jetzt nämlich alle Modelle vor, die sie eigentlich für 24, 25 geplant haben, mindestens um ein Jahr. Und sie haben sogar das Wort Batteriezellenfertigung in den Mund genommen. Das war bisher immer irgendwie völliges Tabuthema, was ich für einen großen Fehler halte. Und jetzt planen sie vielleicht sogar eine eigene Batteriezellenfertigung in Deutschland aufzubauen. Ja, der EQA, der basiert ja auf einer Plattform von Mercedes, die nennt sich MFA2. Wofür steht MFA? Weiß das von euch jemand? Mercedes ist fucking awesome oder so? Nein, nein, Quatsch. Das steht natürlich für Modular Front Architecture. Also das heißt, es ist alles Frontantrieb. Da sitzt ein Asynchronmotor auf der Vorderachse und damit werden diese Autos angetrieben. Und mit dieser Plattform wollen sie noch das ein oder andere Auto halt auf den Markt bringen. Da dürfen wir mal gespannt sein. Ja, und der EQA, der muss jetzt natürlich auf meiner Reichweitenstrecke heute zeigen, was er kann. Also 130 Kilometer Bremen-Bremerhaven und zurück bei Tempo 130. Heute ist es atypisch für mich sehr schönes Wetter. Wir haben gerade 27 Grad, sonnig, ein bisschen Wind. Ja, mal gucken, wie er sich schlägt. Ich bin gespannt und ihr dürft es auch sein, deswegen bleibt dran. Meila, wie sieht's aus da drin? Ne? Jetzt machen wir mal die Klappe zu. Achtung! Kopf weg! Ja, geht gerade so, würde ich mal sagen. Richtig bequem ist es jetzt nicht für längere Strecken, aber so kurze bis Mittelstrecken bei so einem großen Hund passt. Ja, der EQA ist Mercedes-typisch von innen mit sehr viel Bling-Bling ausgestattet. Also hier ist alles irgendwie mit Chromoptik, schwarzem Klavierlack oder Lederimitat ausgestattet, weiße Ziernähte. Wir haben hier die Electric Art Ausstattung, die hat so, ja, wie nennt man das, Rose Gold Intarsien hier auch in den Sitzen. Auch die Lüftungsdüsen sind so im Rose Gold Farben. Das macht schon alles ziemlich viel her, muss ich sagen. Überhaupt ist diese ganze Optik hier, die wirkt sehr, sehr Mercedes-typisch hochwertig. Wenn auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Also hier unten in den Türen ist nach wie vor Hartplastik, aber ich glaube, das hat man mittlerweile sogar in der E-Klasse so. Ansonsten hier Lederimitation, alles schön weich aufgeschäumt. Hier verchromte Kunststoffgriffe, schönes Lederlenkrad. Wir haben hier oben im Armaturenbrett wieder Kunstleder mit weißen Ziernähten. Hier haben wir so eine geriffelte Alu-Optik aus Kunststoff natürlich, die aber im Dunkeln leuchtet. Überhaupt hier so Ambient-Beleuchtung mit so einem Leuchtband überall umlaufend, das
kann die Farbe wechseln, alles sehr, sehr stylisch. Mittelkonsole, ja, sehr viel Klavierlack. Ist wahrscheinlich heute nicht zu ändern, muss man haben. Hier ist wieder verchromt, also das sieht schon alles doch recht edel aus. Hier in der Mitte ein großes Ablagefach für die Armlehne. Zwei USB-C-Anschlüsse hier, ein USB-C-Anschluss da. Ja, ansonsten das Übliche bei Mercedes, MBUX, speziell auf Elektromobilität adaptiert. Hier ein Trackpad, man kann es per Touch bedienen oder man kann es per Touch-Tasten auf dem Lenkrad bedienen. Ja, und diesen EQA habe ich übrigens vom Autohaus Anders zur Verfügung gestellt bekommen. Liebes Autohaus Anders, lieber Julian und Joschka, hallo, schöne Grüße und vielen Dank nochmal dafür. Falls ihr euch für Mercedes interessiert, dann schaut doch unbedingt mal auf dem YouTube-Kanal vom Autohaus Anders rein. Der heißt Mein Anders TV, verlinke ich euch hier oben. Ein echt cooler Kanal und ein Must-Have für Mercedes-Fans. Ja, und endlich haben wir hier mal ein Navi eingebaut mit einer vernünftigen Routenplanung für ein Elektroauto. Ganz anders als bei den anderen Autos, haben sie hier wirklich ein bisschen mehr mitgedacht. Ich zeige euch das mal eben. Hey Mercedes. Ja, bitte. Navigiere nach München. Ich berechne die Route zum Ziel München. Also erstens bietet es mir schon sofort das richtige München an und nicht irgendwie 13 andere Vorschläge von irgendwelchen anderen Münchens. Das ist schon mal sehr schön. Dann hat es hier zum Beispiel die Ladeplanung. Wenn ich auf ein Symbol klicke, was gleich erscheint, das da. So, jetzt wird die Electric Intelligence Route berechnet. Das dauert leider ein bisschen. So, jetzt hat das Navi mir die Ladestopps berechnet. Also München, das Ziel ist ganz oben. Ich fände es besser, wenn das Ziel ganz unten wäre. Hier würde ich ja starten in Bremen und mich dann langsam nach München runterarbeiten. Aber ich muss jetzt erstmal nach unten scrollen, um den ersten Ladestopp zu sehen. Der wäre in diesem Fall 21 Minuten lang. Ich würde mit 17% ankommen. Der ist 183 Kilometer entfernt. Und würde dann, wenn ich da mal drauf drücke, sehen, was ich dort alles habe. Also es wird mir empfohlen, bis 64% aufzuladen in 21 Minuten. Und dort habe ich einen 50 kW Lader, den würde ich nicht nehmen. Typ 2 würde ich auch nicht nehmen. Aber den 350 und den 150 kW Lader CCS, den würde ich nehmen. Hier wird mir auch angezeigt, wie viel davon jetzt gerade noch verfügbar sind. Das ist doch endlich mal eine Option, die ziemlich cool ist. Und es gibt noch eine coolere Funktion, wenn ich mal hier zurückgehe und dann hier auf dieses Zahnrad klicke für die Einstellungen und hier auf Erweitert, zugegeben, es ist ein bisschen versteckt, dann auf Route. So, jetzt kann ich hier auf Ladestation klicken. Und hier kann ich endlich mal einstellen, mit wie viel Prozent ich an Ladestation ankommen möchte grundsätzlich. Zum Beispiel hier, 10% steht hier gerade. Ich kann es auch verändern, dass ich sage, nee, ich will auf Nummer sicher gehen. Ich will lieber mit 20% ankommen. Macht man aber in der Regel gar nicht. Man kommt natürlich, wenn man weiß, dass die Ladestation da ist und funktioniert, reichen 10% völlig. Genauso kann ich einstellen, mit wie viel Prozent ich am Ziel ankommen möchte, nämlich auch gerade 10%. Das kann ich auch variieren, bis 50%. Macht ja Sinn, wenn ich am Ziel keine Lademöglichkeit habe. Das sind endlich mal Funktionen, die man gebrauchen kann. Jetzt würde ich mir nur noch wünschen, dass man bevorzugte Ladenetzwerke auswählen kann. Also zum Beispiel, ich möchte hauptsächlich bei IONITY oder bei ENBW, bei Allego, wenn ihr so verrückt seid, oder bei Fastnet laden. Das müsste man ja auch noch einstellen können. Das wäre wirklich super. Dann wäre ich, was das Navi angeht, wirklich rundum zufrieden. So ist es aber auch schon top. Warum kriegen das die anderen Hersteller so nicht hin? Das ist eine gute Frage. Also hier hat Mercedes einen ganz guten Job gemacht. Okay, wir sind startbereit. Dann wollen wir mal loslegen. Angeschnallt. Wir schalten auf D und dann geht es los. So, wir haben noch 289 Kilometer Reichweite und wie viel Prozent ist noch im Akku? Ein Moment. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Wie ist der Batteriestand? Die Batterie ist zu 79% geladen. Alles klar. Ja, und was das Rekuperieren angeht, wir haben hier Schaltpedals hier am Lenkrad und wenn man den Wagen anschaltet, dann ist er normalerweise auf D. Und man kann die Rekuperationsstufen in drei verschiedenen Stufen wählen. Man kann auf D Plus schalten, dann segelt er noch mehr, als er bei D schon segelt.
Und man kann auf D- und D-minus schalten. Wenn man auf Minus-Minus schaltet, dann geht er ganz schön in die Eisen. Ja, beschleunigungsmäßig ist der EQA eigentlich recht flott, gerade wenn man ihn auf Sport schaltet. Ich habe jetzt allerdings auf Komfort stehen. Er schafft es in 8,9 Sekunden von 0 auf 100. Das klingt jetzt nicht besonders viel, aber bedingt durch den Frontantrieb ist es so, wenn man ihm mal richtig Stoff gibt, er vorne fast schon abhebt. Also die Reifen verlieren fast die Traktion. Das kommt einem dann irgendwie viel schneller vor, als es in Wirklichkeit ist. Also er ist damit ja eigentlich noch langsamer unterwegs als der ID.4, fühlt sich aber im unteren Geschwindigkeitsbereich jetzt nicht unbedingt so an. Also das ist schon ziemlich flott. Ja, oben rum, also von 80 bis 120, da ist es schon etwas gemächlich. Und ja, Höchstgeschwindigkeit ist hier sowieso nur 160. Dann ist Schluss, also laut Tacho ist das dann maximal 163. Finde ich ein bisschen langsam für so einen großen Wagen. Da haben die einfach irgendwie immer Angst, dass die Kunden da immer Vollgas fahren oder Vollstrom und dann den Akku in Windeseile leer kriegen. Das ist richtig schade. Das ist diesem Auto irgendwie nicht angemessen. Ja, ich fahre hier allen anderen davon an der Ampel. Und da vorne geht es dann wieder auf die Autobahn bei schönstem Wetter. Und dann wollen wir mal gucken, wie es sich gleich bei 130 verhält. Speziell dieser Wagen hat leider die Unart, dass er bei niedrigen Geschwindigkeiten so ein ganz hochfrequentes Piepen absondert. Das nervt mich immer. Ansonsten hört man hier kein Fahrgeräusch oder so. Das ist alles schön ruhig, aber dieses hochfrequente Piepen, das ist für meine Ohren irgendwie sehr unangenehm. Es ist zum Glück nicht laut, aber man hört es halt oder ich höre es halt. Ja, ansonsten auf der Autobahn jetzt gerade bei Tempo 120, ja, wunderbar leise. Kann man nicht meckern. Man hört ein paar Windgeräusche, die kommen hauptsächlich hier vom Außenspiegel. Der ist wohl nicht ganz so aerodynamisch von Vorteil, weil da sind sehr viele Verwirbelungen zu hören. Ein bisschen was von der Motorhaube oder Fronthaube und Reifengeräusche. So, das ist dann alles. Wir haben ja auch noch ein schönes Glasdach. Das kann ich auch noch mal zufahren hier mit dieser Abdeckung. Dann brennt die Sonne hier nicht so rein. Wird es aber gleich hier dunkler. Ich glaube, ich lasse es lieber auf. Noch ist es nicht so heiß. Ja, diese Electric Art Ausstattung hier, die hat eigentlich alles, was man braucht. Was hier noch fehlt, sind irgendwie elektrisch verstellbare Sitze. Das ist alles manuell hier. Ansonsten Assistenzsysteme, adaptiver Tempomat, Cruise Control, Totwinkelwarner, Notbremsassistent, Schildererkennung, alles vorhanden, funktioniert alles wunderbar. Mercedes typisch ausgereift. Der Spurhalteassistent, der ist nicht ganz so perfekt, wie ich es mir wünschen würde, finde ich. Ab und zu schlingert er ein bisschen, aber das ist so Kritik auf sehr hohem Niveau, würde ich sagen. Vor allem der Spurwechsel funktioniert hier auch wieder mal reibungslos. Ich blinke, ich ziehe rüber und dann hat er wieder hier die Spur und ja, hält sie im Prinzip perfekt. So, hier ist wieder freigegeben, das heißt ab jetzt 130 und er fährt wirklich sehr ruhig, also die Windgeräusche halten sich echt in Grenzen. Ja, und die Platzverhältnisse hier im EQA sind echt gut, also vorne hier, ich bin ja 1,82, da sitze ich sehr, sehr bequem in den Sitzen, haben auch einen ganz guten Seitenhalt. Auch hinter mir ist ausreichend Platz, also wenn ich mich hinter mich selbst setze, habe ich eine Kniefreiheit von mindestens 10 cm. Das ist richtig gut. Einziger Wermutstropfen hinten im Kofferraum, das ist ein bisschen knapp mit 340 Litern. Auch wenn ich die Rückbank umklappe, habe ich 1320 so roundabout. Das geht gerade so, aber mit drei Leuten verreisen und Gepäck, also ohne Dachbox geht gar nichts. Aber wenn man dann halt noch einen Hund hat, so wie wir, dann wird es halt schon knapp. Ne? Das passt dann irgendwie nicht mehr.
Ja, und hier beim EQA finde ich das ganz interessant. Er hat ja eine 66,5 Kilowattstunden große Batterie, also nutzbare Kapazität. Und das entspricht fast exakt genau der gleichen nutzbaren Kapazität wie mein Model S 75. Und damit komme ich ja auf der Autobahn bei so einem Wetter locker die 300 Kilometer bei 130. Und ich habe dann beim Model S so einen Durchschnittsverbrauch von 20 Kilowattstunden auf 100. Das ist ja ein Riesenschiff, 2,4 Tonnen, über 5 Meter lang und so weiter. Und der hier, der EQA, wiegt 2 Tonnen, hat aber einen CW-Wert von 0,28. Und das Model S hat, glaube ich, 0,24, wenn ich mich nicht irre, oder 0,25. Auf jeden Fall deutlich geringer. Stirnfläche hier beim EQA ist übrigens 2,47 Quadratmeter. Ja, und der baut halt hoch auf. Das wirkt sich dann eben auf den Verbrauch aus. Und 0,28 ist jetzt kein Spitzenwert für den CW-Wert. Das Model Y zum Beispiel, das hat einen CW-Wert von 0,23. Kleiner Zwischenstand nach 40 Kilometern, da liegen wir bei 21,2 Kilowattstunden. Das ist eigentlich ein ganz guter Wert, finde ich. Hier mit dem EQA, das macht echt Spaß. Man, das ist so ein ruhiges Dahingleiten. Wir haben heute auch wirklich Idealbedingungen. Gut, wir haben 28 Grad, Klimaanlage arbeitet ein bisschen, ist auf 22 Grad eingestellt. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen nervt im Auto, am Sound, ist tatsächlich das Blinkergeräusch. Das klingt jetzt total banal und so ein bisschen nach Mimimi, aber dieses Blinkergeräusch, das ist irgendwie so knack, knack, knack. Irgendwie klingt das billig. Ich weiß nicht. Da hätte sich Mercedes vielleicht ein besseres künstliches Geräusch, das ist ja künstlich, ausdenken können. Aber diese Assistenzsysteme, die machen echt Laune. Also auch der adaptive Tempomat, ich überhole einen LKW, er gibt automatisch wieder Gas auf 130, er erkennt ein Schild voraus, 120 oder 110, er senkt die Geschwindigkeit automatisch ab, ist die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben, erhöht er sie wieder automatisch. Das ist echt sowas, so wünscht man sich das. Das funktioniert klasse. Spurwechsel, wie gesagt, auch klasse. Einfach die Spur wechseln und zack, fängt er sich wieder und man kann wieder den Spurhalteassistent arbeiten lassen. Ja. Nach 60 Kilometern ist es wieder soweit. Da vorne ist die Abfahrt gleich. Da fahren wir hier wieder von der Autobahn runter und machen die Wende in Bremerhaven. Im Moment liegen wir bei 20,6 Kilowattstunden. Echt beeindruckend. So, 64 Kilometer und wir haben 19,9 Kilowattstunden für den EQA im Moment. Das ist ein super Wert. Das hat in der Größenklasse kaum ein Auto geschafft. Also da bin ich gespannt, ob das auf der Rückfahrt gehalten werden kann. Jetzt müssten wir ein bisschen Gegenwind haben. Aber schauen wir mal, noch haben wir ja 65 Kilometer vor uns. So, wir sind auf der Rücktour. Jetzt haben wir, wie gesagt, Gegenwind. Bin ich gespannt, wie sich da der Verbrauch entwickelt. 20,3 im Moment.
bei 70 Kilometer. WLTP-Reichweite hier übrigens, sage und schreibe 426 Kilometer. Und der Durchschnittsverbrauch soll 17,7 kombiniert sein. Davon sind wir zwar noch ein bisschen weit weg, aber gar nicht mal so viel. Also es ist ganz interessant. Ich bin gespannt, ob er das am Ende hält. Das sieht zumindest momentan recht vielversprechend aus. Ja, wir sind jetzt 80 Kilometer unterwegs und wir haben noch 194 Kilometer Rest. Wir sind ja gekommen von 289 Kilometer. Das heißt, wir haben eine Differenz von 15 Kilometern in dieser Kilometer-Reichweitenanzeige. Das ist wirklich ein Top-Wert. Also die Berechnung scheint hier ziemlich gut zu sein. Darauf kann man sich wenigstens verlassen. Ja, was ich hier auch sehr gelungen finde in diesem MBUX-Display, gerade bei diesen Rundinstrumenten, du hast ja im Prinzip drei Bereiche, das linke Rundinstrument, dann hast du in der Mitte noch so ein kleines rundes Panel und das rechte Rundinstrument. Und das kann man, also alle drei Bereiche kann man im Prinzip ziemlich frei belegen mit dem Navi, mit einer Durchschnittsanzeige, Verbrauchsanzeige, mit verschiedenen Kilometer, also Geschwindigkeitsanzeigen, Restreichweite, Radio, also das ist total schön, das kann man sich wirklich frei konfigurieren. Da bleiben echt keine Wünsche offen und das sieht auch noch gut aus. Also das Display ist so brillant und gestochen scharf, also ganz, ganz große Klasse. Ja, und was Mercedes alles weiß, also hier mal ein paar Beispiele. Hey Mercedes! Ja, bitte. Wie ist der aktuelle Börsenkurs von Tesla? Die Frankfurter Börse ist derzeit geschlossen. Der aktuelle Preis für Tesla liegt bei 518,50 €. Cool, oder? Also, wir sind jetzt 100 Kilometer unterwegs bei Tempo 130 und idealen Bedingungen zwar, aber wir liegen bei 20,8 Kilowattstunden im Durchschnitt auf der Autobahn hier. Das ist wirklich ein klasse Wert. So, bei 120 Kilometer gefahrener Strecke liegen wir sage und schreibe bei 20,5 Kilowattstunden. Das ist richtig sensationell. Und da vorne ist wieder die Abfahrt, da fahren wir von der Autobahn wieder runter. Wir sind dann gleich zu Hause und dann machen wir mal ein Fazit, wo wir gelandet sind. Ja, wir sind wieder da. Wir haben hier laut Tacho 128 Kilometer zurückgelegt und das bei einem Durchschnittsverbrauch von 20 Kilowattstunden, 20,0 Kilowattstunden. Wir haben jetzt noch 40% im Akku, gestartet sind wir von 76%. Das heißt, mit den 20 Kilowattstunden hier
da kommen wir, wenn wir so fahren wie heute und das Wetter so ist wie heute, locker die 320 Kilometer auf der Autobahn bei den 66,5 Kilowattstunden, die dieser EQA nutzbare Kapazität hat. Das ist ein super Wert und der Verbrauch hier, der liegt tatsächlich fast eine Kilowattstunde unterhalb des ID.4. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil die Bedingungen waren relativ gleich. Auch beim ID.4 hatten wir sehr warmes Wetter. Hier hatten wir auf der Rückfahrt ein bisschen Gegenwind, aber den haben wir hier kaum gemerkt. Der Verbrauch ging eher noch runter. Ja, und natürlich ist so ein Verbrauchstest nichts ohne eine Ladekurve und die habe ich gestern Abend schon aufgenommen. Und schaut euch mal an, was der EQA da geschafft hat. Ja, habt ihr das gesehen? Von 9% auf 90% in 37 Minuten. Also das beeindruckt mich tierisch. Ich meine, diese Ladeleistung von 108 kW in der Spitze, die ist nicht besonders hoch, aber er hält sie ohne Ende. Ein Plateau bis fast zum Schluss. So ab 60% geht es dann mal langsam ein bisschen runter. Und bei 90% immer noch 57 kW oder was das waren. Gigantisch, wirklich gigantisch. Und nach einer halben Stunde von 10% auf 80%, das Versprechen haben sie auf die Minute eingehalten. Also der EQA ist ein reisetaugliches Auto, über 300 Kilometer Autobahnreichweite und in einer halben Stunde von 10% auf 80%. Da kann man nur sagen, Hut ab Mercedes, das habt ihr echt gut gemacht. Ja, und was ist mein Fazit? Also das ist echt nicht so einfach. Wir haben hier den ID.4, wir haben hier den Skoda Enyaq, wir haben hier den EQA. Den Audi Q4 bin ich noch nicht gefahren, den Ioniq 5 bin ich auch noch nicht gefahren. Fahre ich übrigens als nächstes, freut euch drauf. Ja, die Autos sind nicht ganz vergleichbar von der Größe. Der EQA ist ein bisschen kleiner als ID.4 und Skoda Enyaq. Reichweite ist aber fast identisch, trotz etwas kleinerem Akku. Ambiente hier, beziehungsweise Hochwertigkeitsfaktor Mercedes, ja, das ist einfach perfekter, muss man eindeutig so sagen. Auch die ganze Software hier ist viel, viel ausgereifter als im VW-Konzern. Da müssen die echt noch eine Schippe drauflegen hier. Und bei Mercedes haben sie es geschafft, endlich mal eine Navigation für ein Elektroauto hinzukriegen, mit der man was anfangen kann. Ein paar Kritikpunkte gibt es noch. Wie gesagt, man könnte bevorzugte Ladenetzwerke konfigurieren. Das ist aber Kritik auf sehr hohem Niveau. Wenn ich mir jetzt so ein Auto kaufen müsste, so ein SUV oder Mini-SUV für die Familie, dann hätte ich hier am EQA nur ganz wenige Kritikpunkte. Das ist nämlich hauptsächlich der Platz, also innen, die Sitzverhältnisse hier, die Platzverhältnisse im Innenraum. Da gibt es gar nichts zu meckern. Aber fürs Gepäck. Gepäckraum ist zu wenig, Frunk haben wir nicht. Da bleibt also nur die Dachbox. Immerhin gibt es da eine Möglichkeit. Es gibt auch eine Anhängerkupplung, die man kaufen kann. 750 Kilo Zuglast, glaube ich, sind es. 80 Kilo Stützlast, das reicht für mal Laub wegbringen oder so. Mehr kann man damit auch nicht anfangen. Fahrradanhänger oder Fahrradträger, also E-Bikes drauf, glaube ich, kann man vergessen. Das sind so ein paar Kritikpunkte hier. Ansonsten vom Fahren, das Fahrwerk hat mir vom EQA nicht so gut gefallen wie vom ID.4. Der EQA baut halt sehr hoch auf, sieht auch so ein bisschen hochbeinig aus, optisch gefällt es mir nicht so gut. Merkt man auch im Fahren, er wankt und schwankt so ein bisschen. Bei Mercedes hat man immer so die Erwartung, das muss alles perfekt sein, auch hier von der Dämmung und so. Man hört Windgeräusche vom Spiegel, das ist deutlich mehr, als man zum Beispiel im ID.4 oder Enyaq gehört hat. Hier vorne ist bei mir auch ein bisschen Kopfsteinpflaster. Da rappelt das hier drin so ein bisschen. Das hat mich total überrascht. Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. War bei keinem Auto so, nicht mal bei meinem Tesla. Woher das kommt, weiß ich nicht. Hier ist eigentlich sonst nichts drin, aber eindeutig, es rappelt. Nun gut, ja, mein Fazit, EQA. Es ist für mich
mit eins der besten Elektroautos bisher, die ein deutscher Autohersteller auf den Markt gebracht hat. Ja, ich muss das wirklich sagen. Okay, ich bin Mercedes-Fan schon immer gewesen. Ich fahre aber jetzt Tesla, also von daher hängt die Latte da doch schon sehr hoch. Schwer zu sagen, ID.4 oder EQA. Von der Software her ganz klar EQA. Von der Optik im Innenraum ganz klar EQA. Vom Ladevolumen ganz klar ID.4. VW oder Mercedes, ja, das müsst ihr selber wissen. Mercedes lässt sich das alles ein bisschen teurer bezahlen. Das Geld muss man auch haben. Diese Version, wie gesagt, so 52.000 abzüglich Förderung. Eindeutig teurer als ein ID.4. Bekommt man da mehr fürs Geld? Schwer zu sagen. Das müsst ihr selber entscheiden. Insgesamt ein ganz tolles Auto. Optisch von außen für mich ein bisschen langweilig, ein bisschen hausbacken. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir natürlich einen Daumen nach oben und freut euch aufs nächste Video. Wie gesagt, IONIQ 5. Ich bin total gespannt und ihr dürft es auch sein. Und gebt mir einen Daumen nach oben, wie gesagt, und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.